Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich dieses verdammte Rätsel lösen soll. Februar 1905. This morning I tried crossing the lake, but as I reached no more than 50 feet out, an invisible force pulled me back to the shore with so much force it broke the boat to pieces. Would it have been Pearl? Wieso Pearl? Was hat die Black Pearl damit zu tun? Das ist die gute Frage. Ihr Lämpchen anmachen. Dass hier vielleicht mal ein Licht aufgeht. Nötig gewesen wäre es vorhin. Hier hinten schon mal nachgeguckt, ob da irgendwas ist. Ich glaube, hier ist nichts. Ich muss mir merken, hier nochmal zu diesem Ding zurückzukommen, weil ich will alle von denen geöffnet haben. Ich will jetzt mal rausschwimmen, mal gucken, was da so passiert, wenn ich schwimme. Ob da auch diese starke Kraft kommt, mich zurückschießt quasi. Oder ob da irgendwann einfach nur, ja, eine World Border kommt, wollte ich sagen. Ja, mehr geht hier nicht. Also weiter kann ich da im Wasser gar nicht sein. Nachdem wir uns jetzt die ganze Zeit, mit diesem doofen Rätsel da unten, oder mit dem ich viel Zeit verschwendet habe, sagen wir es mal so, gehen wir nun ein bisschen storytechnisch weiter. Auf YouTube wird es wahrscheinlich gar nicht stattgefunden haben. Ich werde das ja gecuttet haben oder so. Einfach nur, um die Zuschauer da nicht mit diesem schwachen Ding irgendwie belästigt zu haben. Weiß ich auch gar nicht mehr. War ich hier schon? Ich glaube nicht, oder? Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Nee, und die Lampe leuchtet nicht. War ich hier noch nicht. Okay, da rein komme ich nicht. Komme ich auch nicht so rüber. Hier rüber auch nicht. Okay. Gehen wir mal in dieses Haus, wo uns diese Treppe hinführen würde, weil hier komme ich nicht rein. Das ist verkokelt. Guten Tag, die Herren und Damen. Was haben wir hier außer Licht anmachen und Zeug, das wir anfassen können? Werkzeuge, die wir rumschmeißen können. Eine Kiste, die ohne nennenswerten Inhalt für uns ist. Die Schubladen werden wieder nichts zutage führen, bin ich mir sehr sicher. Nur diese Hitboxen oder so. Da unterm Buch scheint auch nichts zu sein. Eine Schreibmaschine. Hier unten kann ich auch nichts machen. Also nichts Nützliches in diesem Haus. Aber hier haben wir noch einen Brief. Vom 29. März 1905. I have been out here listening to the typing
All night it has been going on, and I know Pearl is inside the laundry. What could Jack be typing? Maybe he has an accomplice. Where is Nora? Wo ist Nora? Hm? War noch jemand verschwunden? Ist ja nicht die erste Person, die hier in irgendeiner Art und Weise verschwindet. Zumindest kommt es mir so vor. Da ist kein Licht an. Also waren wir hier eigentlich schon drin. Ne? Wieso sind hier keine Lichter an? Und da hinten ging die Treppe hoch, die ich jetzt mal nutzen werde. Bis gleich, Fister. Ja, wir brauchen hier Musik. Ich glaube, dass die Spieluhr uns den Takt vorgibt, wie wir hier die Dinger stellen müssen, um dann zu betätigen, damit das ganze Ding hier funktioniert. Wir anders nicht hier hochkommen. Das ist dann der Aufzug, von dem geschrieben worden ist. Okay, oder es gibt hier noch irgendwo Hinweise, die wir noch nicht haben. Weil ich eigentlich alles inspiziert habe, was hier existiert, glaube ich. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, mit Springen komme ich da auch nicht so hin. Wenn wir mal warten, dass Fister wiederkommt. Vielleicht kann sie das in irgendeiner Weise zusammenführen. Mit der Melodie und den Hebeln. Ich glaube, ich war wirklich hier in jedem Haus, in das ich gehen konnte. Nellys Briefe. Okay. Ob der Ton hoch oder niedrig ist, wahrscheinlich hier auf den Dingern anzeigen.
Leider habe ich kein so gutes Gehör, um das wirklich alles zu erkennen, wie ich es gerne hätte. Also die Anzahl der Töne entspricht auf jeden Fall hier der Anzahl der Hebel, die ich betätigen kann. Da bin ich mir schon mal sehr sicher, dass das irgendwie zusammenhängt. Oder könnte es sein, in welche Richtung es geht? Dass wir hier so eine, wie so eine Baseline haben, Ausgangspunkt und dann eben, ob der Ton nach oben oder unten geht, die Kurve anzuzeigen, glaube ich nicht. Ich habe auch nichts musikspezifisches hier in irgendeiner Art und Weise bisher gesammelt. Wo ich sagen könnte, jawohl, das hilft uns. Also im Courtyard nur about the gates. Und dann nehmen diese beiden Briefe von Nelly. Sonst halt nur Attic und alle anderen Bereiche. Ist doch, oder? Hoch, runter, 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 hoch, runter, runter. Oder nicht? Habe ich mich da verhört? Nein, das wäre richtig. Von den Tönen her. Oh je. Was wird denn hier gemacht? Das kann ja im Prinzip auch nicht der Aufzug sein. Du hast ja keine Seilwinden und nichts. Oh jemine, das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig, gedanklich.
Vielleicht sogar noch im Takt mit einschalten. Noch mal kurz rum, ob ich irgendwas übersehen habe, bis Fister wieder da ist. Vielleicht kann sie mir hier dann den entscheidenden Hinweis geben. Wie vorhin auch schon mal. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr vorwärts. Willkommen zurück, Fister. Ich nehme an, dass das nächste Rätsel was für dich sein wird. Ich glaube, es hat mit Musik zu tun. Zumindest vermute ich es. Und zwar hast du hier 8 Knüppel plus einen Aktivierungsknüppel, nämlich würde ich sagen. Wenn ich hier die Spieluhr betätige, kommen 8 Töne. Ich gehe davon aus, dass jeder Ton, der erscheint, irgendwie mit diesen 8 eben hier in Verbindung sitzt. Es könnte eine Tonleiter sein, aber ich weiß nicht, ob du wirklich hier die Tonleiter raushören kannst oder sonstiges. Ich lasse dich einfach mal hören. Und du kannst diese Hebel hier auf 3 unterschiedlichen Stellungen haben. Nach unten, in die Mitte und nach oben. Das sind die Möglichkeiten, die vorhanden sind. Warte ich mal ganz kurz, bis Fister. Einmal der Ton und dann der Notenwert. Das heißt, für mich als Laien übersetzt, welche Einstellungen soll ich hier vornehmen? Also der hier hinten geht auch nur einmal nach oben, dann nach unten. Mehr kann ich hier nicht machen. Das wird der Auslöser sein. Zu überprüfen, ob die Einstellungen hier links richtig sind. Nein. Nur halt normales Schalten. Hallo Casino Buster. Oben, Mitte, unten, meinst du, fängt das an? Ein A bei Fister. Seid ihr jetzt schon ohne die 3, die ich gerade geschaltet habe, oder inklusive der 3? Also hier nach unten. Aber Casino Buster meinte Mitte. Eben, ihr seid euch da nicht einig gerade. Ich hatte ja in der Mitte.
Also Casino Buster ist da eher auf meiner Linie, dass ich sag Mitte. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Für mich ist der fünfte nach oben. Aber ich lass nochmal laufen. Der sechste wäre für mich wieder nach unten. Unten oder Mitte. Im Moment sind wir uns beim fünften schon mal alle einig. Das ist sehr gut. So, dann zum sechsten. Also Pfister sagt hier oben und dann unten, unten. Nein. Anscheinend nicht. Oder irgendwas anderes fehlt noch. Da bin ich mir aber nicht sicher. Der letzte eher nach oben, oder? Oh je. Ja, und du hast drei Einstellungsmöglichkeiten bei deinen, bei den Hebeln hier.
nach der Melodie geht. Der erste oben, der zweite in der Mitte. Und dann unten, unten, Mitte. Ihr seid euch wieder uneinig. Das macht's nicht gerade einfach. Also ist es schon mal nicht. Ah. Da ist es. Du hast recht gehabt, Pfister. Diese Box lassen wir da unten einfach mal liegen. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiedersehen werde.